Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich bin's, euer Tom, und wir werden uns jetzt an den Future Park ranwagen und mal gucken, welche Attraktionen bzw. ja, Gebäude, da gibt es ja jeden einmal im Future, das ist ganz gut. Und mal sehen, was hier so Future-mäßig aussieht. Ich glaube, bei den Attraktionen und sowas kann man da eigentlich... Ja, Weltraumschlacht. Wir werden jetzt auf jeden Fall ein paar Attraktionen drumherum bauen, ja. Und dann werden wir den Weg danach ausrichten, ja. Weltraum, Saturnringe, ist auch Future. Da noch hin. Aussichtsturm, was gibt's hier noch Schönes? Nervenkitzel. Drop Zone. Orbitalwirbel. Fette Sache. Man muss es ja auch nicht alles gerade bauen. Ich. Schwerkraftspaß. Nice. Das habe ich bei Sonntag halt immer schön akkurat gemacht. Mal gucken, wir haben ja auch chaotisch angefangen, dann werden wir den Baustil auf jeden Fall beibehalten. Fliegender Teppich, ja, hat nicht viel mit Zukunft zu tun. Überspringen. Erreiche einen Parkwert von 50.000, okay. Die sind alle wieder kaputt, das ist okay. Scheunenspaß. Haben wir denn hier auch noch irgendwas für Kinder hier, was zukunftsmäßig ist? Canyonfahrt. Die Tonringe haben wir schon. Tetras, ne? Ja, dann werden wir jetzt hier uns mal austoben, was die Hausmeister und so angeht. Nehmen wir hier überall das Größte. Wir wollen ja auch, dass unsere Leute hier zufrieden sind. Parkservice, was ist das? Achso, ja. Große Toilette. Können auch nochmal eben. Ja. Ihr großes Geschäft verrichten. So. Was gibt's hier noch? Souvenirläden. Aber natürlich brauchen wir auch ein Souvenirläden. Ein Souvenirläden vor allem. UFOs. Das passt auf jeden Fall zum Thema. Und dann werden wir natürlich unsere Kampagne nachher dementsprechend auch auf unsere Future ausrichten halt. Okay. Robo-Bär, auch nicht schlecht. Okay, wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir das dazwischen bauen. Außerirdischer Flutschfinger, auch nicht, auch sehr, sehr stark, ich finde. Zack. Wir waren beim Flutschfinger. Das heißt, Röntgenbrillen natürlich brauchen wir auch. Modulare Transmitter. Ja, wir haben hier auf jeden Fall noch eine Menge Platz. Also Klamotten sind die letzten. Und danach müssen wir halt noch Getränke und so bauen. Mal sehen, ob wir das hier alles noch reinkriegen. Das ist auch ganz gut gemacht. Hier sind immer die Symbole, was für ein Thema das gerade hat. Das Geschäft. Das heißt, ich kann einfach mir hier eins aussuchen. Das Hamburger hatte ich gerade, ne? Ja, genau. Was ist denn das? Okay. Boah, bauen wir einfach mal ein Bistro hin. Weltraum-Sushi. Das ist denn hier so der Fresstempel.
Okay, beim Sushi waren wir gerade. Asiatisches Restaurant. Es sind halt auch so ein paar einzelne. Ja, machen wir hier schon gerade. Vereinzelt einzelne Geschäfte bei. Kopfsalat und mehr. Und ja, ich bin mal gespannt, wie gut die nachher besucht werden. Wir müssen dann nachher auch sehen, dass wir noch die Schlangen und so alle richtig platzieren. Ja, da werden wir auf jeden Fall ordentlich Kohle mit verdienen, denke ich. Casa Mexico, schön. Die Frage ist, ist es ein, kann man den, ja, ist es ein Weg, den man daran platzieren kann? Ich bin mir gar nicht sicher. Dann haben wir hier noch, oh, was wir alles haben, ja, krass. Erdbeeren, Schokolade und mehr. Das passt ja alles gar nicht hin auf die kleine Fläche. Naja. Wir sind immer noch bei 1700, das ist okay. Darlehen und Marketing sind wichtige Aspekte für die Verwaltung. Ja, ja, genau. So, auf 5 Parkflächen, 3 Monate mit... Okay, das kriegen wir schon alles hin, denke ich. Wir müssen jetzt halt noch das letzte Gebäude hier platzieren. Zack, und danach müssen wir mal gucken. Also wir bauen jetzt erstmal hier, gibt es hier auch einen Future-Weg? Ja, hier. So, Sci-Fi. Wenn wir erstmal hier... Natürlich brauchen die alle hier eine Verbindung. Ah, da kann man tatsächlich ranbauen, wusste ich im ersten Moment jetzt nicht, aber... Das ist okay, denke ich. Wir bauen einfach mal hier. Wir bauen hier mal alles schön ran jetzt. So, das heißt, wir müssen hier auch wieder einen Weg bauen. Vielleicht könnten wir hier ja mal einen größeren nach oben bauen. Sorry. So, ist auf jeden Fall hier der Zukunftspark, jetzt machen wir kleine Wege. Hier kommen die raus. Bisschen, dass es gewollt aussieht, dass es schief ist, ja. Müssen wir den vielleicht verschieben? Ich weiß es nicht. Okay, wieder umdrehen. Irgendwie... kann man den gar nicht glücklich stemmen hier.
Müssen wir nochmal gucken. Reißen wir erstmal ab. Auch keine Zeitfresser hier. So, vielleicht haben wir auch überall die Ausgänge dran. Ach, hier noch nicht. Siehste. Und dann werden wir natürlich wieder die Marketing-Kampagne an den Start bringen. Ach, hier sind auch noch ganz viele, die noch nicht. Ich meine, hier hat ja noch alles zu und trotzdem sind hier schon ein paar Leute. So ist jetzt alles zumindest. Ja. Jetzt müssen wir halt noch die Eintrittsschlangen machen. Hier könnte man vielleicht noch eine Verbindung machen. Hier müsste noch, oh, das ist teilweise doch ein bisschen laggy, muss ich auch sagen. Vielleicht gar nicht so den schlechtesten PC. Na, hier noch. Genau. Und jetzt machen wir die ganzen Sachen mal an. Oh, mein Parkwert ist schon bei 48.000, schon nicht schlecht. Vielleicht kann man hier gleich noch die eine oder andere Attraktion bauen. So, was sagt meine Kohle? Ja, jetzt ist Juli Ende gerade. Und jetzt ist 1. August und jetzt werden wir gleich mal sehen, wie viel wir hier mit einnehmen. So, warte mal, hier müssen wir nochmal Angestellte. Ja, ganz umsonst, wie gesagt, gibt es das nicht hier bei mir. Mechanikergebäude. Wow, 10. Krass. Wie gesagt, ich muss erstmal sehen, vielleicht fressen mich die Kosten ja nachher auch auf hier, aber die rennen ja hoffentlich auch über den ganzen Platz. Qualität hoch natürlich. Nur vom Feinsten sollen sie hier bekommen. Gleich mal abchecken, ob die überall. So, Souvenir, ja. Ja. Hier ist sogar noch zu öffnen. 24 Nachrichten schon. Naja, wir werden mal den nächsten Monat abwarten, wie teuer so die Mechaniker. Sind. Qualität hoch. Das müssten wir eigentlich auch alle erwischt haben. Oh ja, Stepp, wie sieht die hier? Hoch, hoch, hoch. Alles gut. So, 26 Nachrichten, alle wegklicken. Boah, da kann man ja gar nicht gegen anklicken. So, 1800 Leute haben wir. Ist noch ein bisschen kahl. Hier könnte man noch ein bisschen Deko platzieren, das werden wir auch machen. Aber als allererstes werden wir jetzt hier mal die Finanzen auf Sci-Fi hochpowern. Wie viel Geld haben wir denn? 13.000? Ah, 8 Wochen ist das höchste, ja, machen wir es auf jeden Fall mal. So, da bin ich mal gespannt. 1800 Leute sind jetzt im Park. Was ist da mit denen los hier? Was stimmt denn mit denen? Ja? Ja, die Sci-Fi-Fans, die brauchen wahrscheinlich auch ein bisschen Nervenkitzel.
werden wir noch hier nochmal eine. Ja, das Problem ist halt einfach, dass die halt auch alle ziemlich groß sind, die Nervenkitzel-Attraktion. Dass es hier nicht wirklich hinpasst. Ne. Wir werden jetzt hier gleich noch ein bisschen Deko bauen. Aber im Großen und Ganzen gucken wir jetzt erstmal im September. Ne, gar nicht, war im Oktober. Also der nächste Monat. Ob das hier was gebracht hat, unsere ganze Aktion. Bei 1800 Leute waren wir eben auch. Ja, jetzt strömen natürlich auch viele hier hin. Sollen sie natürlich auch. Vielleicht könnte man tatsächlich noch so ein Kinderkarussell hier hinbauen oder so. Das ist zwar jetzt irgendwie ein Western-Ding, aber das ist ja egal eigentlich. Aber auf jeden Fall gut, dass wir die großen Sachen jetzt bauen können. Das freut mich natürlich. Wie war denn das in den alten Rollercoaster Tycoon Teile? Konnte man da Sachen erforschen? Bei Theme Park konnte man das zumindest. 1800 hatten wir. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt genau funktioniert. 18. Oktober, wir gehen nochmal auf die Finanzen. Gewinn und Verlust. Ja, Parkservice. Da müssen wir gleich mal den nächsten Monat abwarten, glaube ich. Wir haben ja schon auf schnelle Geschwindigkeit. Wir kaufen den nächsten Monat mal einfach nichts. Weil der Parkservice, der ist schon. Ach, der war aber hier auch so teuer schon, ne? Ja, da bin ich mal gespannt. Ich meine, hier habe ich überall die maximale Anzahl. Achso, hier ist noch Mittel. Hier habe ich überall noch die maximale Anzahl rausgeholt, ne? Also. Normalerweise dürfte hier der Park eigentlich gar nicht dreckig werden. Ah, das Ding ist auch schon wieder kaputt. Also sie gehen relativ schnell kaputt, habe ich das Gefühl. Hm. So, jetzt ist November. Und ja, jetzt gucken wir uns das mal an. 1800 Leute sind im Park. Parkservice ist halt. Der Marketing kostet hier nichts mehr. Aber der Parkservice frisst uns halt auch irgendwie auf ein bisschen, ne? Was ist, wenn ich das erstmal runterstelle auf die drei Leute, die ich sonst halt überall habe? Ja, hier können wir mal 5 machen. Ja, Mechaniker auch 5. Animateure 5. Kommt es ja noch ein bisschen hin. Weil im Moment ist es ja so, dass wir mehr ausgeben, als wir verdienen. Ist nicht so gut. Tja, ich weiß aber jetzt auch nicht, was wir dagegen machen könnten. Ach, unten steht ja auch nochmal, dieser Monat minus 400 haben wir gemacht. Ja, wir werden jetzt hier auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Deko bauen, damit das schön aussieht. Das werden wir im nächsten Teil aber machen. Und dann werden wir uns um unsere Finanzen kümmern müssen, weil ich meine, jetzt bin ich 500 im Minus. Das ist ja irgendwie auch nicht Sinn der ganzen Sache. Vielleicht brauche ich halt auch einfach mehr Attraktionen. Das kann natürlich auch sein. Da werden wir vielleicht im nächsten Monat noch ein paar kaufen. Wir können uns ja auch zur Not noch Geld aufnehmen, um noch ein paar Attraktionen rauszuhauen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich bin euer Tom, bis bald, ciao!